Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Leute, wir sind heute wieder bei unserem Hotel. Hallöchen. Und beim letzten Mal, oh mein Gott, ist so viel Weirdes passiert. Ja, eher die letzten Male. Nicht nur, dass jetzt auch unser Chefkoch einfach ja, gestorben ist. Er ist Das einfach aus der stimmt. Rakete rausgefallen. Das Ganze ist auch so ein bisschen unsicher. Wir haben verschiedene Teile gefunden. So ein Kabelschneider, so ein komisches Klammerding, womit man irgendwelche Schrauben lösen kann. Nein, wir haben auch noch mehr Minussterne bekommen. Wir haben zum ersten Mal alle Sterne voll, aber im Im Minusbereich, Minus. das Oh ist nicht nein. Wir haben einfach gut. -6 Sterne hier bei unserem Hotel. Und Ja. alle Hotelgäste und die Mitarbeiter wohnen da hinten in Containern. Das stimmt, denn wir haben ja immer noch auch das große Ding mit dem, ja, Umbau von hier. Wir haben so viele coole Dinge geplant. Wir haben coole schwimmende Zimmer geplant, eine Wasserrutsche, was weiß ich. Wir haben eine ganze Achterbahn, wolltest du haben? Stimmt. Ja, So ja. viel geplant und alles ist nicht umsetzbar, weil diese komische Agentur für Baumaßnahmen irgendwie uns immer in den Weg grätscht. Also wir haben ganz verschiedene komische Aufgaben bekommen. Zum einen natürlich alle Gäste rauszubekommen, jetzt alle Mitarbeiter. Und Moment mal, Eddie ist auch schon wieder am Start. Sie dürfen ja auch nur eine Stunde am Tag arbeiten. Stimmt, das wird so lange dauern, bis hier alles geupgradet Der ist. Fortschritt Oh ist nicht gegeben, nein. muss ich sagen. Hallo Eddie. Hey, tut mir echt nochmal leid. Das ist ja alles ultra viel auf einmal, das stimmt. Wir haben wirklich so viel Pech zur Zeit. Man kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten mal für uns. Naja, ich habe auch Neuigkeiten. Wir können bald richtig starten. Es ist Oh schon mal super, dass alle Mitarbeiter raus aus dem Hotel sind. ja, sehr gut. Das bedeutet, alles sind sicher und ihr könnt anfangen. Ich bin so gespannt. Bitte, bitte, bitte. Wenn die jetzt noch ein bisschen länger arbeiten können, dann sind wir bald fertig. Allerdings habe ich wieder von dieser Agentur eine Bitte erhalten. Sie wollen nicht mit dem potenziellen Mord in Verbindung gebracht werden. Oh, Moment mal. Eine Beerdigung für Antonio. Das können wir auf jeden Fall machen. Ja. Okay, die können wir auf jeden Fall vorbereiten, Eddie. Könntet ihr eine ausrichten? Danach würden wahrscheinlich auch eure Sterne wieder besser aussehen. Okay, dann machen wir es auf jeden Fall. Ja, das Also, machen wir. sowieso, aber wenn wir noch die Sterne ein bisschen wieder in die positive Richtung, ja, bringen könnten, wäre das schon echt nice. Okay, super. Wenn ihr es vorbereitet habt, meldet euch nochmal bei mir. Alles Klärchen. Okay, ich hoffe, dass Antonio nicht mehr so da liegt, wie er da gelegen hat. Also, das sah echt nicht gut aus. Der hat sich so viel gebrochen. Und Leute, hier ist auch noch ein bisschen Absperrung. Ja, also es ist jetzt anscheinend nur noch ein Sarg da. Oh, das ist so Oh schlimm. Gar nein. nicht cool. Wie wollen wir das machen mit der Beerdigung? Wo wollen wir ihn beerdigen? Im Hotel? Außerhalb vom Hotel? Wir können ja jetzt nicht einen Friedhof hier irgendwo bauen. Vielleicht ein bisschen außerhalb. Schau mal, vielleicht hier in die Richtung ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz Ja. sicher. Ich würde auch sagen, wenn wir es In direkt der im Hotel Küche. machen, ja, darüber habe ich auch nachgedacht, dass so ein bisschen so der Geist von Antonio weiterhin noch hier bleibt. Und ich glaube, es wäre schon eine krasse Ehre. Entweder das würde sich richtig krass, oh mein Gott. Ach du Jemine, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, Was ist denn hier Leute, wir los? haben ja auch noch einen neuen Chefkoch, der auf einmal Der ist aufgetaucht ein ist. bisschen verrückt, glaube ich. Ich weiß, er mag Messer, aber dass er so gerne Messer hat. Alles klar. Wir hatten hier mal vor langer Zeit, wenn ihr euch vielleicht daran erinnern könnt, so eine Base unter dem ja, Kitchen-Counter hier. Eventuell können wir ihn auch hier beerdigen. Aber wir müssen dann auf jeden Fall alle Messer Ja, das wegmachen. stimmt. Dann lass uns das machen. Ich glaube, das wäre eine große Ehre. Entweder es kommt gut an und wir bekommen viele Sterne wieder gut geschrieben. Oder es kommt richtig schlecht an und wir gehen uns nur Bekommen noch weiter, mehr. Oh nein. ja, in diese Negativität reinbauen. Ich weiß es noch nicht so ganz. Okay, Epic, ich würde sagen, wir richten alles mal hierher. Aber wir können auch noch mal ganz kurz davor vielleicht mit unserem Rezeptionist reden. Ja. Der soll nämlich dann sagen, wie viel Uhr, wie, ich weiß nicht, wir haben jetzt mittags gegen Abend, 20 Uhr, so vielleicht. Ich glaube, das ist eine gute Idee, ja. Und ich würde auch wirklich nur alle Mitarbeiter einladen und keine Gäste.
Weil ich glaube, die sollten auf jeden Fall so ein bisschen außen vor gelassen werden. So, dann reden wir ganz kurz mal mit dem Rezeptionist. Der ist da hinten. Und dem können wir mal die Information geben, dass um 20 Uhr eine Beerdigung stattfinden soll. Hallöchen, na, gibt es was Neues? Wie soll eine Beerdigung ausrichten? Wir haben gesagt, so um 20 Uhr vielleicht, wenn du den ganzen Mitarbeitern Bescheid geben könntest. Wären wir dir sehr verbunden. Verstehe. Soll ich eine Uhrzeit bekannt geben? Ja, 20 Uhr heute Abend. Und gerne alle können kommen, die sich natürlich bereit fühlen, Tschüss zu sagen. Und dann werden wir ihn in der Küche beerdigen. Okay, dann machen wir es heute Abend. Ich werde 20 Uhr allen Angestellten sagen. Perfekt, dann bis später. Okay, du hast auf jeden Fall schon mal hier das nach unten gebaut. Genau, hier hatten wir immer diesen komischen Abschnitt, wo dann irgendwie... Ich glaube, Antonio hatte hier seine eigene kleine Base. Ich glaube auch. Ich glaube, besser als hier könnten wir ihn auf jeden Fall nirgendwo beerdigen. Er hat dann so seine eigene kleine Gruft einfach... Ein bisschen gruselig, muss ich sagen, aber bietet sich ja wirklich an. Ja. Gut, dann haben wir das hier. Wir müssen auf jeden Fall eine kleine Rede vorbereiten, aber ich glaube, da können wir irgendwas aus dem Stand erzählen. Dann haben wir noch ein bisschen Teppich. Vielleicht Stühle. Da können wir einfach hier die Stühle nehmen, ja, dass sich ein bisschen die Leute hinsetzen könnten. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Und dann sieht es ganz gut aus. Was fehlt dir noch bei einer Beerdigung? Oh je, sieht aus wie im Kino. Ja, ich glaube, das passt schon ganz gut. Und natürlich den Sarg brauchen wir, ja. Ich glaube, dann passt das. Ich habe auch noch ganz viele Stühle. So, ja, passt schon. Ja. Und Essen, da könnten wir theoretisch den neuen Chefkoch nochmal fragen. Aber ich weiß nicht, ob der in der Verfassung ist, hier was schon zu kochen. Wir haben jetzt auch nicht so den Platz. Wir können ja mal gucken, wie der gerade drauf ist. So, hier vorne hat der neue Chefkoch auf jeden Fall hier alles Mögliche da gemacht, damit hier alles sicher ist. Rein kann ich trotzdem. Und er ist tatsächlich nicht hier. Das ist natürlich eine sehr interessante Nummer. Ich glaube, ich muss die Tür abbauen. Ich komme hier sonst nicht durch. Okay, hier ist auf jeden Fall kein Chefkoch. Vielleicht ist er in einem der anderen Angestelltenzimmer. Hier ist auch keiner. Er wollte ja unbedingt sein eigenes Einzelzimmer haben. Wieso auch immer. Da gucken wir nochmal hier. Da ist aber auch kein neuer Chefkoch. Vor allen Dingen, ich weiß nicht mal den Namen von dem. Das stimmt, der ist so, so seltsam. Wo kann der denn sein? Ich weiß nicht. Wir können gleich nochmal auf Toilette gucken. Hier ist Jackson und hier haben wir die Rezeptionistin vom Spa. Warte. So, hier ist die Toilette. Kein neuer Chefkoch. Hier ist noch ein Kinomitarbeiter. Und auf der anderen Seite haben wir hier auch nur die ganzen Gäste vom Hotel. Also keine, ja, kein neuer Chefkoch. Vielleicht ist er gegangen. Es könnte sein. Er war sehr seltsam. Also super seltsam. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, oder vielleicht, ich weiß nicht, zur Not kochen wir irgendwas. Ich glaube, bestimmt hat Antonio noch Erdbeeren irgendwo bei sich hier in der Küche. Oder vielleicht noch irgendwas anderes. Moment mal. Da ist er. Hey. Oh. Na, wie geht's dir? Was machst du hier? Du hast ja schöne Messer dabei. Hallo. Hi, na. Sag mal, was machst du denn hier? Wir haben dich gesucht. Willst du was essen? Ja. Also, es wäre lieb, wenn du irgendwas vorbereiten würdest für heute Abend. Da ist die Beerdigung von Antonio Burger. Ein Rattenburger. Einen essen? Nee, ich habe gerade keinen Hunger. Danke. Ich mache ihn aber in den Kühlschrank. Rattenburger. Nam, 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 nam. Epic Rattenburger. What's the damn? Hä? Sogar im Kühlschrank sind Messer. Hast du die da reingemacht? Nein, ich habe die nicht reingemacht. Hä, warum sind hier so viele Messer? Tomaten, Chilis. Dankeschön, neuer Chef. Kannst du auch noch was anderes kochen vielleicht? Irgendwie so... Nein, okay, Rattenburger. Okay, 32 Rattenburger, das sollte reichen. Die werden wir ganz sicher nicht den anderen geben. Dankeschön. Nam, 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 ich höre dich. Oh, voll lieb. Dankeschön fürs Essen. Und nein, du kannst später um 8 Uhr kommen zur Beerdigung von deinem Freund Antonio. Beim letzten Mal hast du geweint, weißt du noch? Ich hoffe schon.
Freund. Ja, Freund. Okay, bye. Also ich gebe ganz sicher nicht den Mitarbeitern hier Rattenburger. Aber warum, was hat er denn hier gesucht? Ich weiß es nicht. Er lauscht sogar noch weiter an den Fenstern. Was ist da? Ich sehe dich! Hey! Moment mal, er geht um die Ecke und jetzt ist er weg? Oder noch da? Ich weiß es nicht so ganz. Der neue Chefkoch, da ist er. Oh mein Gott, warum ist er so weird? Ich weiß es nicht, der ist richtig seltsam. Der ist mega seltsam. Naja, okay. Wir werden uns bestimmt noch mit ihm anfreunden. Irgendwie haben wir so das Pech, in Anführungszeichen, dass immer unsere Chefköche so ein bisschen weird sind. Aber ich glaube, ich vermisse wirklich Antonio. Der hat wirklich seinen Job einfach noch mal ein bisschen ernster genommen. Und ich glaube, der neue Chefkoch ist nicht da. Okay. Ja gut, dann warten wir mal, bis es 8 ist. Dann kommt die Beerdigung. Wir werden auf jeden Fall was Kleines sagen. Und ich hoffe, dass alle anderen auch da sein werden. Und dass die Sterne dadurch auch besser werden. Und dass sie natürlich Antonio auch so ein bisschen seine Ehre wiedergeben. Ja, so Leute, wir haben es jetzt spät. Den Sarg haben wir von Antonio mitgenommen und wir werden ihn jetzt beerdigen. Ich hoffe, es sind ein paar Gäste, beziehungsweise ein paar natürlich dann Mitarbeiter da und haben sich schon mal versammelt. Mal gucken, wer alles da ist. Ja, okay, wir haben hier auf jeden Fall den Bauleiter. Oh, es sind wenige da. Ich dachte, es kommen mehr tatsächlich. Nicht alle sind da. Sind alle da? Alle sind hier, die kommen wollten. Oh nein, bestimmt ist der Rest doch so traurig oder traumatisiert, ich weiß nicht. Also kann ich mir vorstellen. Ich bin auf jeden Fall keinem böse. Dann würde ich mal sagen, legt los. So, dann würde ich sagen, wir legen hier einmal den Sarg rein. Und bevor wir den schließen, beziehungsweise hier alles schließen, würde ich gerne ein paar Worte zu Antonio sagen. Ja? Wir kennen ja alle Antonio, der Chefkoch. Und ja, er war ein getreuer Mitarbeiter. Sein Geist wird immer noch weiter unter uns. Oh! Katja, was war das denn? Epic, irgendwas hat mich voll erwischt. Irgendwas ist hier explodiert. Moment was mal. Was ist denn da los? Was war das? Ist der Sarg gerade gestohlen worden? Moment mal. Wie, der Sarg ist gestohlen worden? Der Sarg? Epic, der Sarg ist weg. Warum ist der Sarg weg? Moment mal, wie kann das sein? Wie kann das sein? Was ist denn hier passiert? Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Irgendwie war das eine Rauchbombe oder sowas? Ich weiß nicht. Ich bin direkt in Ohnmacht gefallen. Oh nein. Moment, kurz Moment. Wie der Sarg ist gestohlen worden. Ich bin mir auch vor allen Dingen nicht sicher von wem, weil jeder, der hier mit dem Raum war, der ist ja doch da und hat keinen Sarg geklaut. Natürlich nicht. Wer hat den denn geklaut? Ich weiß es nicht. Moment mal. Ist der vielleicht hier irgendwie wieder am Anfang? Vielleicht Antonios Familie? Natürlich werden unsere Sterne dadurch nicht besser, wenn jetzt noch ein Sarg gestohlen wurde hier im Hotel. Was ist denn da los? Ah, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Oh oh. Antonio ist weg. Wir könnten mal schauen, ob der neue Chefkoch irgendwas weiß vielleicht. Ich meine, der hat sich so komisch verhalten. Vielleicht ist er wieder da. Ich weiß es nicht ganz. Okay, wir gucken auf jeden Fall mal ganz kurz nach, ob er in seiner sicheren Zelle Base da ist. Da ist keiner. Mm-mm. Okay. Das ist seltsam. Hat er den Sarg gestohlen? Es könnte sein, aber wir haben ihn auch nicht gesehen. Aber warum? Dort noch ist er weggegangen. Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Oh nein. Okay, Leute, ihr müsst unbedingt in die Kommentare schreiben, wie sollen wir jetzt hier weiter verfahren. Wir können auch einfach erstmal nur einen Sarg hinstellen, der leer ist. Und wir sagen, das war, das hat sich Antonio gewünscht. Das war sein letzter Wunsch. Was ist da los? Vielleicht würde das helfen, weil ich glaube, das macht die ganze Thematik hier in unserem Hotel nicht besser, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.